So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und vor knapp einem, boah, fast einem Jahr, knapp einem Jahr, kam Zendikar Rising raus. Und ich habe festgestellt, hey Blacky, du hast noch gar keinen Zendikar Rising Collector Booster auf diesem Channel aufgemacht. Also hole ich das nach. Ich hole das einfach nach. Ich habe es neulich sogar Ich habe jetzt neulich ja sogar noch. Ich habe jetzt neulich ja sogar noch Videos gefunden von Commander Legends, die ich einfach vergessen habe hochzuladen. Und oh, das lässt sich aber schön öffnen. Cool. Ja, was suchen wir? Wir suchen hier ganz hinten eine Vollkarte, die ein Fetchland ist. So. Tazim Raptor, 3 Mana 2/2 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, bringt man ein Land, was man kontrolliert, jetzt auf die Hand. Die sehen komisch aus, die Karten. Die sind sehr dunkel. Ich weiß nicht, ob das voll überhaupt zieht. Kasandu Nektarpot. 2 Mana 1/3 Landfall. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man. Wenn Landfall, mein Land ins Spiel kommt, kriegt man Leben. Cunning Geyser Mage. 3 Mana 3/2 mit Kicker. Und wenn er ins Spielfeld kommt und gekickt wurde, kann man eine andere Kreatur zurück auf die Hand geben. Ne, man kann sie sogar selber zurück auf die Hand geben. Sehr dick. Echt krass. Skyclave Sentinel, 3 Mana 2/3 mit Kicker für 4 Mana. Und Fliegende Defender, wenn er gekickert wurde, kriegt er 2 plus 1 Marken. Und wenn er plus 1 Marken drauf hat, kann er angreifen, als hätte er keinen Defender. Vanished Weak, 3 Mana, zerstörende Kreatur Mana kosten 3 oder weniger. Ne, mit Power 3 oder weniger. Ist ja noch schlechter. Mousepit Skeleton, 2 Mana 2/2 mit Kicker. Wenn er gekickert wurde, kommen 3 plus 1 Marken drauf. Echt, war Kicker so groß in dem Set? Ich habe das voll nicht mitgekriegt. Und immer wenn ein oder mehr plus 1 plus 1 Marken auf eine Kreatur gelegt werden, wenn die im Friedhof fliegen, kann man sie oben aufs Deck legen. Okay. Malakir Rebirth. Die wird gespielt. Für ein schwarzes sucht ihr euch eine Kreatur aus und verliert 2 Leben. Und bis zum Ende des Zuges, wenn die Kreatur sterben würde, kommt sie wieder in das Spielfeld zurück unter eure Kontrolle. Und auf der anderen Seite ist das ein Land. Dann haben wir ein Full Art Mountain in Foil. Crawling Barrens, was bist du denn? Ein Mana, tappen für ein Mana, 4 Mana, lege 2 plus 1 Marken auf den. Und danach ist es ein 0-0er Elemental bis zum Ende des Zuges, was ein Silnat ist. Das ist ganz cool. Okay. Brimrig Pathway in Foil. Davon kamen doch auch noch Secret Layers raus, oder? Ich dachte, das wären Secret Layers only. Ich habe das Set voll nicht mitbekommen. Tappen für ein weißes, auf der anderen Seite ist es Tappen für ein schwarzes. In Foil. Ganz cool. Was? Skyclave Squid. 2 Mana 3/2 Defender mit Landfall. Und wenn ihr Landfall habt, kann er angreifen, das hätte er keinen Defender. Fearless Fleedling. 2 Mana 1/1 Landfall. Immer wenn ein Land oder Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt der eine +1/+1 Marke. Und kriegt Fliegen bis zum Ende des Zuges. Wow, das ist ein Griffin, der nicht fliegen kann. Skyclave Shade. 2 Mana 3/1 mit Kicker für 3 Mana. Kann ich blocken. Und wenn der gekickert wurde, kommt der mit 2 plus 1 Marken ins Spiel. Und bei Landfall könnt ihr den aus dem Friedhof casten. Okay, wenn der im Friedhof liegt. Mit Kicker wieder casten. Das ist ganz cool. Und dann haben wir noch unsere Foils Spitfire Lakaka. Was? 4 Mana 3/4 Landfall. Immer wenn ein Land unter Kontrolle ins Spiel kommt, fügt er jedem Gegner einen Schaden zu. Und wir haben noch ein Pathway. Oh, Angel Warrior. Pathway in Full Art Foil. Leider auch nichts mehr wert, dank der Secret Layer. Danke dafür. Aber jetzt haben wir das zumindest auch aufgemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.